Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir jetzt wieder ein bisschen meinen Hochberg-Tauren weiterspielen. Mittlerweile ist er Stufe 93 und ich bin gerade hier noch im hier in Gorgrond. Und zwar so ein bisschen an Bonusziele basteln bzw. Bonus-Objectives. Und ich gucke, dass ich jetzt möglichst schnell hier durchziehe, denn eine Invasion ist noch am Start und zwar noch 3 Stunden. Und ich möchte jetzt gerne noch spät in der Nacht die Invasion durchbasteln. Jetzt gucken wir mal, ob wir da noch rechtzeitig hinkommen. Ich bin guter Dinge, würde ich mal sagen. Also ich denke mal, das kriegen wir schon noch hin. Ich muss auch sagen, man ist jetzt seit 8.0 ein Ticken stärker auf dem Content, weil sonst hat man da immer relativ gut aufs Maul gekriegt. Mittlerweile geht's eigentlich ganz gut. Schau mal, what the fuck, haben wir jetzt viele Mobs zusammengezogen. Ah, da kliefen wir einfach rein. Seht ihr das? Das läuft eigentlich. Davor wäre ich hier gut gedroppt, ne? Also das geht meines Erachtens jetzt mittlerweile ein Ticken besser. Nichtsdestotrotz muss man natürlich schon noch ein bisschen aufpassen, ne? Also ich glaube, ich bin bis jetzt noch nicht gestorben. Doch, ich bin gestorben bei den einen Mobs, die mir diesen Debuff gegeben haben, wo ich immer sterbe, ne? Also da gibt es ein anderes Bonusziel hier in Gorgrond. Da habe ich jetzt vorhin rausgefunden, warum ich da immer verreck. Die geben dir so einen Debuff, dass du prozentual mehr Damage kriegst, ne? Und ich laufe da immer hin, pull immer alle Mobs zusammen. Und das ist eigentlich genau die falsche Methode, weil du stackst dich immer weiter hoch und kriegst halt immer und immer mehr Damage. Warte mal, ist der Mob jetzt despawned? Ernsthaft? Nein, der Boss ist despawned. Oh, jetzt kriegen wir richtig rein. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen was aufräumen. So, wir wollten gerade ein bisschen drüber quatschen, was jetzt nach dem Addon sinnig ist, was man quasi zum Leveln machen sollte. Und zwar muss ich sagen, Instanzen ziehen bringt gar nichts mehr. Also das ist komplett tot, ne? Das hatte ich ja schon mal gesagt. Die haben sie die EP ganz rausgenommen, also die Abschluss-EP. Normale Dungeons queuen, das kann man noch machen, bringt aber auch weniger EP als davor. Und die sind auch noch ein bisschen schwieriger, ne? Weil das Level-Scaling in Instanzen ist meines Erachtens ein bisschen schlechter. Und was man dann natürlich am besten machen kann, ist Questen, ne? Da haben sie nicht viel verändert, da kriegst du eigentlich die gleiche EP wie vorher. Was aber andererseits auch sehr gut ist, ist Pet Battle. Gibt es relativ viel EP und ich habe heute ein bisschen was ausprobiert mit Erze und Kräuterkunde grinden. Und das war auch nicht schlecht, ne? Also ich habe es auf Level 89 ausprobiert, also sprich kurz vor 90. Habe quasi eine Viertelstunde gefarmt, habe mir das dann hochgerechnet und mit Hochrechnung wäre ich auf einer EP pro Stunde von 1 Million. Ne? Und da brauchst du so ein bisschen mehr, also auf dem Level brauchst du ein bisschen mehr als 500.000. Das heißt, du bräuchtest in etwa, durch Kräuterfarmen kannst du fast 2 Level in der Stunde schaffen. Und das ist ehrlich gesagt auf dem Levelbereich nicht so schlecht, weil das schon ein sehr, sehr hoher Levelbereich ist. Und dann braucht man eigentlich tendenziell relativ lang für ein Level. Jetzt, wenn du Level 30 bist, sind 2 Level in der Stunde nicht viel. Ne? Klar, weil du da relativ wenig EP brauchst und das noch relativ zügig geht. Aber umso höher du kommst, umso mehr EP brauchst du natürlich auch. Und umso länger dauert es dann meistens auch. Ich kann mir vorstellen, dass du trotzdem noch Instanzen laufen kannst, ne? Wenn du jetzt eine sehr gute Gruppe hast und da wirklich durchballerst. Aber das war ja davor schon quasi das, was du brauchtest, um wirklich sinnig durchzukommen, ne? Um es effizient zu machen, das Leveln durch Instanzen. Und jetzt wird's halt, dadurch, dass es nochmal weniger EP ist, halt nochmal unnützer quasi Instanzen laufen. Also du brauchst schon eine richtig Hammergruppe quasi, die da richtig durchballert, dass sich das mit den Innis noch lohnt. Und jetzt komplett random rein zu queuen, würde ich ehrlich gesagt nicht machen, weil da kriegst du immer solche Spacken teilweise, die, dann brauchst du eine halbe Stunde für eine Instanz, ja, und dann ist es viel zu wenig. Also ich habe mal geguckt auf ich glaube 87 oder 88 war es. Ah, warte mal, ich muss ja den Boss nochmal töten, der hat ja jetzt nämlich blöderweise nicht gezählt. Habe ich 120.000 für den Abschluss gekriegt. Klar, für die Mobs in der Instanz kriegst du auch ein bisschen was, aber das ist eher der mindere Teil. Wenn du jetzt überlegst, 120.000 ist jetzt nicht sonderlich viel. Also da kriegst du durch andere Wege meines Erachtens schneller EP. Karasan kannst du mittlerweile knicken. Das kannst du nicht mehr machen, wegen dem anderen Scaling. Also den Kara-Trick von 72 bis 81, das geht leider nicht mehr so gut. Du kannst, also es bringt nicht weniger P, aber du kriegst die Mobs halt einfach nicht mehr tot, ne? Weil du jetzt halt nicht mehr dieses übertriebene Scaling hast, wie es davor war. Und, ja,
Was aber noch geht. Doch, Pet Battle hatte ich erwähnt. Warte, hä, wie ist der jetzt umgefallen? Oh, das sind zwei. Ach, da war ein Max-Leveler. Nice, der hat mich gar nicht gekillt. Coolo. Aber ja, die schmeißen da durch Fächer. Sollte da nicht runterlaufen. Also, wenn dann, haben sie nicht gecheckt, dass ich da bin, oder sie sind nett, weil das ist ein 110 und ihr könnt mich halt easy wegschotten, ne? Sie haben mich nicht gekillt. Hatte ich nochmal Glück, schnell raus hier. Also, ich kill auch keine Low-Leveler, weil das halt einfach assig ist. Das bringt ja nichts und, ne, aber sie hätten mich jetzt umbrezeln können. Da bin ich froh, dass sie das nicht getan haben. Gehen wir mal raus aus dem. Warte mal, laufe ich richtig? Ja, ich. Ne, warte mal, da hinten war der Ausgang, ne? Ja, schau, jetzt bin ich fast Level up wieder. Das hat jetzt 130.000 gebracht. Schon mal, das Bonusziel hat genauso viel gebracht, wie wenn ich jetzt eine Instanz abgeschlossen hätte, ne? Und da weißt du halt dann, was Sache ist. Da weißt du dann, was Sache ist. Nee, also wie gesagt, Pet Battle habe ich ja heute auch schon einige gemacht. Habe ich, glaube ich, 5 Level über Pet Battle gemacht, allein heute Nachmittag so nebenbei, weil ich habe viele Sachen bearbeitet und ich finde, Pet Battle ist eine schicke Sache, vor allem mit der Kombi, die ich fahre, die du nebenbei machen kannst. Komm, ich muss die Mobs ein bisschen wegziehen. So, warte. Ah, jetzt habe ich ihn angehittet. Ich wollte die Mobs. Okay, das hat nicht geklappt. Ist auch skaliert. Was meinst du, skaliert? Stimmt, sie würden ein bisschen länger brauchen, aber der 110er, der wird mich trotzdem natzen, ja. Der wird mich trotzdem natzen. So, da sind wir 94. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut an der Stelle. Jetzt warte mal, habe ich. Ah, das habe ich natürlich jetzt nicht durchdacht gehabt. Ich müsste dann nachher einmal ausloggen und mit dem Dings wieder einloggen. Aber das mache ich dann nachher. So, 94, wunderbar. Ich habe den War-Mode aktiv, ja. Ich krieg 10% mehr EP. Aber eigentlich wird sich das wahrscheinlich kaum rentieren, weil ich die EP nur für Dings Plus krieg, ne? Nur für. Na, sag's mir. Nur für diese Bonusziele wahrscheinlich. Und selbst das ist nicht mehr so hundertprozentig sicher. Warte mal, sehe ich das auf der Map dann auch, wenn ich jetzt weiterfliegen würde? Das ist die Frage. Könnte ich nämlich theoretisch. Könnte ich nämlich theoretisch den ganzen Mist zusammen. Dann könnte ich theoretisch mal probieren, in OG den War Mode auszuschalten und zu schauen, ob ich dann trotzdem DP kriege oder auch nicht. Also den will ich nicht adden, weil der wird mich sicher umbotschen. Der wird zwar eine Quest droppen, wo auch EP bringt, ne? Aber das ist es nicht wert. Okay, da resettet der erste schon. Ungünstig. Schauen wir mal, ob ich die zusammenziehen kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Kommt der mit? Schauen wir mal. Drückt mir mal die Daumen, dass ich die hier alle zusammenkrieg. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viele, ne? Aber egal. Das Gute ist, wenn ich jetzt hier im War Mode habe ich ja auch die PvP-Fähigkeiten. Wenn ich da einen mit Dings hitte, dann kriege ich einen Buff, dass mein Prankenhieb und Hauen 25% mehr Schaden machen. Das macht schon ein bisschen was aus. Aber oh shit, soll ich in dem ganzen AE stehen? Wahrscheinlich eher nicht. What the fuck, wie lange dauert denn das, diese Viecher zu killen? Die Hydren, die hauen hier ordentlich raus. Wo du zum Leveln Scherbenwelt Nordend hingehen sollst. Also ich würde dir raten, Queste einfach. Queste einfach, ich finde Höllenhalbinsel immer ganz schick zum Questen. Das ist echt das Beste, was du mittlerweile machen kannst. Davor war das Beste Dungeon ziehen, aber das geht nicht mehr. Du kriegst halt keine Abschluss-EP mehr für die Instanz, ne? Du würdest, wenn du Dungeon ziehst mit einem High-Level-Char, nur die Mob-EP kriegen, keine Abschluss-EP und dementsprechend so gut wie gar nichts, weil die Mob-EP ja extrem runterskaliert wird, wenn du einen Hochleveling dabei hast. Also, ja, mit irgendeinem Hochleveling ziehen bringt dir halt einfach gar nichts mehr, leider. Es ist sehr schade, weil das war eigentlich immer eine coole Methode, aber ja, das hat halt Blizzard damit erfolgreich entfernt. Ich dachte es mir aber ehrlich gesagt schon, warte mal, jetzt darf ich da nicht rangehen, weil sonst hätte ich da den großen. Dort ich halt die ganzen Eier einfach. Warte, reicht das? Ticken die tot? Ah,
Ah, es könnte reichen. So, und jetzt muss ich mir noch ein paar Eier suchen. Ah, schau mal, da ist wieder das nachgespawnt. Der Eierdieb geht ran. Jo, kein Problem. Also, ich suche ja im Moment lauter fancy Tricks, weißt du, um möglichst schnell irgendwo hochzuleveln. Aber so viel habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden. Die haben einiges jetzt kaputt gemacht, was du vorher machen konntest. Also da haben sie schon. Gut, es ist jetzt. Ich vermute, teilweise haben sie Sachen unabsichtlich auch kaputt gemacht, die sie vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber ja, einfach jetzt mit dem abgeänderten Scaling, ne, dass manche, wie zum Beispiel Kara, ich nehme mal nicht an, dass sie das Scaling angepasst haben für Kara, sondern dass das halt so ein Nebeneffekt war. Dass quasi. Dadurch, dass das Scaling nach oben ist, das Kara quasi schwieriger geworden ist. Ne? So, jetzt haben wir das Gebiet aber eigentlich soweit durch. Hier das Teil haben wir noch und dann, ich glaube, als Hordler müsstest du auch da ein Bonusziel haben. Das werde ich mir jetzt einmal kurz angucken. Und dann sind wir durch mit dem Gebiet. Dann ist das nächste quasi Talador, was man angehen kann. Da sind ein Haufen Viecher drin. Da sind ein Haufen Viecher drin. Ich muss jetzt einmal mit Dings treffen. Ich hasse das. Und dann kommen nochmal die letzten paar an. Jetzt muss ich die wieder komplett runterklopfen. Ja, das denke ich mir. Vor allem in Classic, dass das dann schwieriger ist. Sie haben es jetzt eigentlich zweimal schwieriger gemacht, ne? Wenn wir es uns jetzt so überlegen, das ist jetzt eigentlich schon krass. Also, Leveln ist jetzt richtig tough geworden. Auch von der Länge her, ne? Also da musst du schon gut Zeit investieren. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt die Chars schon relativ weit hab, dass ich da noch ziehen konnte, weil das hat schon ein bisschen was gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kannst du wirklich nur noch auf dem Oh shit, was? Oh, lauf, 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 lauf. Also nur auf dem konventionellen Weg kannst du quasi jetzt mehr deine Chars hochleveln, also quasi nicht mehr überziehen, weil das war ja immer die effizienteste Methode. Klar, du brauchst das natürlich immer einen Spieler, der Bock hat, dich zu ziehen oder ein zweiter Account, je nachdem. Aber dennoch ist das halt, wenn man da jemanden hat, das Beste immer gewesen, ne? Das geht leider nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob die das auf dem Schirm hatten, aber ich glaube, deswegen haben sie die Änderungen gemacht. Also da bin ich mir relativ sicher. Sie tun ja im Moment alles, dass du möglichst lang in der Levelphase brauchst. Was ja auch, was ich nicht unbedingt schlecht finde, weil dann die Leute erstmal ihre Klasse wieder lernen, wenn sie hochleveln. Andererseits ist es natürlich ein bisschen nervig, wenn du dir nur einen neuen Char basteln willst und ewig brauchst. Ne? Da bin ich ein bisschen zwiegespalten in der Hinsicht. Findest du auch, dass die Mobs quasi außerhalb von Innis länger brauchen? Weil jetzt muss ich sagen, hier in WoD mache ich jetzt gerade andere Erfahrungen. Da scheinen die Mobs ein bisschen einfacher zu gehen. Aber ich fand WoD davor schon immer verdammt knackig. Also vom Scaling her. WoD war immer gut knackiger als der restliche Content. Weil sonst hast du alle Mobs zusammengezogen, war kein Problem. Und WoD war immer so die Dings, dass du aufs gut aufs Maul gekriegt hast von dem. Oh nein, jetzt habe ich ihn doch geedit. Jetzt habe ich ihn doch geedit. Mal schauen, ich kann ihn vielleicht outrangen, wenn ich hier einmal Autowalk in die Richtung mache. Oh, ich habe den nächsten geedit. Ich hoffe, bis zum Weg habe ich genug Viecher zusammen. Ich keine großen mehr. Einen brauche ich noch. Einer muss jetzt noch fallen. Den darf ich nicht adden. Okay, das passt. 130.000 EP. Und weg hier. Hä? Lol, woran ist der denn jetzt gestorben? Okay, ja, gut, passt. Wunderbar. Sind wir hier einmal fertig. Jetzt porte ich einmal raus damit, denn ich hole mir jetzt Archäologie, das darf ich nämlich nicht wieder vergessen. Und dann muss ich in der Garnison noch die Flask holen. Das darf ich nämlich auch nicht vergessen. Ja, ich kann halt gleich ins TS kommen, wenn du magst. Jetzt muss ich bloß schauen.
Bier rüber, muss ich. Ich war vorhin schon mal im TS und da war keiner mehr da. Okay. Dann ist es wahrscheinlich so, dass im Low Level es schwieriger geworden ist, aber ab WoD, also ich kann es jetzt nur ab WoD sagen, sonst mache ich halt immer Innies, ne? WoD ist es merklich einfacher geworden. Da war das Scaling nämlich davor meines Erachtens ein bisschen verhunzt, ja? Weil eigentlich müsste es als Tank möglich sein, ein paar Mobs zusammenzuziehen und nicht instant umzukippen, ne? Also davon gehe ich aus. Ach so, ja, da muss ich halt mal gucken, dass ich das wieder ändere. Ich muss einmal zum der Berufsausbilder hier und dann brauche ich Archäologie. VR, Archäologie. Ah, schau mal, der ist direkt. Ist der da oben drin oder wo soll der sein? Also im Hauptgebäude ist er doch nicht. Der Mist, ist der Typ? Hier kannst du Ausrüstung kaufen, ne? Ist der echt im Ge Hauptgebäude drin? Ernsthaft? Echt? Okay, ja gut. Ist drin, okay, alles klar. Hatte ich jetzt gar nicht so. Also, ich habe hier mit Hortler, glaube ich, noch nie Archäologie gelernt. Ah, der hier. Ah, okay, nice. Was kannst du denn da alles lernen? Ich kann direkt alles lernen? Alle Archäologie-Dinge? Ja, machen wir das doch mal. Hat mich das jetzt an Gold gekostet? Wahrscheinlich einiges. So, warte mal, schauen wir mal bei Berufen rein. Oder beziehungsweise ich kann jetzt eigentlich direkt hier den Garnisonsruhestein benutzen. Jetzt ziehen wir die auch mal hier raus. Der geht relativ zügig. Oder hätte ich sonst noch was gebraucht? Nee. Echt, ist das so krass? Drei Mobs nur noch? Okay. Krass. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das ist echt krass. So, jetzt können wir hier mal. Ja, drei Flasks reichen easy, ne? Also. Das müsste easy reichen. Warte mal, nehmen wir gleich mal eine. Das mountet einen ab. Okay. So, Archäologie haben wir. Also wir haben jetzt hier Phosphorgard fertig, Gorgon fertig. Das nächste ist jetzt quasi Talador. Und dann müssen wir wahrscheinlich müssen wir dann noch rüber nach Schattenmontar, ne? Wenn irgendeinem langweilig ist, kann er mir auch gerne helfen bei diesen Bonus-Events, weil die dauern immer relativ lang, die umzuboxen. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum du einen Bann gekriegt hast. Ja, aber ich habe auch ein Hirn wie ein Sieb. Ah, warte mal, ich wollte noch mal reloggen einmal. Mit dem, dass ich mit dem anderen quasi Bad Battle machen kann, fällt mir gerade auf. Das darf ich nicht vergessen. Rarity. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich diesen Rarity-Balken nochmal wegkriegen. Das ist ein bisschen nervig. Ich wollte nebenzu ein bisschen mit dem anderen bisschen. Oh, warte mal. Falle ich jetzt wieder runter? Ich hoffe doch. Oh nein, warum habe ich jetzt instant wieder eingeloggt? Ach, fuck it. Jetzt kann ich das nochmal machen. Ich bin auch so ein Vollidiot, ne? Das ist, wenn man auf die Enter-Taste kommt. Vielleicht loggt der eine schneller ein als der andere. Komm, komm, komm. Ich habe jetzt gerade zwei Ladebalken. Komm, komm. Der schneller einloggt, hat nämlich die Pets. Und? Jetzt ist random, jetzt sind beide Ladebalken voll. Na? Na? Ich brauche nämlich auf dem linken die Pets und nicht auf dem rechten. Ach, fuck it. Der war nicht schneller, der hat immer noch die Pets. Muss ich nochmal ausloggen. Es ist nämlich so, wenn du einen Battle.net-Account hast mit zwei WoW-Accounts, kannst du nur auf einem gleichzeitig Pet Battle machen. Auf dem anderen sind die Pets nämlich gesperrt. Ich kann das mal zeigen. Hier, da sind die Pets nämlich gelockt, gesperrt, ne? Und dann kannst du hier kein Pet Battle machen. Wenn ich hier drauf drück, dann passiert nichts, weil das gesperrt ist. Und dann musst du mit dem anderen Account ausloggen. Mit dem muss ich jetzt ausloggen. Dann drücke ich hier Relog. Quasi, um quasi zu reloggen. Und dann müsste ich mit dem die Pets haben. Ist total blöd, ja. Es ist total bescheuert. Weil ich immer, also tendenziell immer, wenn ich mit einem Pet Battle machen will, mit dem Falschen die Pets am Start habe. Das ist richtig nervig. Dann muss der quasi wieder einloggen. Jetzt müsste er die Pets haben. Genau, jetzt kann der Pet Battle machen. Und jetzt muss ich mit dem wieder einloggen. Und dann kannst du ganz normal weiterspielen. Aber gleichzeitig mit beiden darfst du nicht Pet Battle machen. Das ist nicht drin. Das erlaubt Blizzard nicht.
Es ist aber auch so, du hast ja die gleichen Pets mit beiden Accounts, ne? Und dann könntest du ja theoretisch gegen dich selber Pet Battle spielen und das will halt Blizzard nicht, ja? Wenn du jetzt zwei separate Accounts hast, dann würde es gehen. Dann wäre das kein Problem, aber so geht's leider nicht. Vielleicht ist es auch schwierig mit dem System, weil wenn du mit den gleichen Pets gleichzeitig kämpfen würdest, wird wahrscheinlich irgendwie auch nicht gehen wegen dem Health von den Pets oder so. Jetzt müsste ich hier. Genau, jetzt sind die bei dem gelockt quasi. Bei dem sind sie gelockt. So, jetzt klappern wir mal einmal hier das ab. Wie viel Prozent ich pro Pet Battle krieg, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Prozentanzeige. Ich kann dir sagen, du kannst das gerne ausrechnen. Ich kann dir gleich die EP-Anzahl sagen. Dann kann man das quasi einmal durchrechnen, ne? Ich habe meine nette XT-Kombi, dann kann ich das relativ easy nebenbei machen. Also, ich bekomme 14.775 EP und brauche genau 550.000. Das könnte man theoretisch ausrechnen in dem schicken Dreisatz. Also 1,4775 mal 100 geteilt durch, was hatte ich gesagt, 550, 1, 2, 3 ist gleich 2,68%. Genau, um die 3% sind das. Ich kann dir theoretisch auch sagen, was ein Pet Battle an Zeit dauert. Und dann kann man sich das theoretisch ausrechnen, ne? Weil ich muss immer nur zwei Klicks machen und deswegen ist es relativ prädestiniert, um das nebenbei zu machen. Ich mache das am liebsten auch, wenn ich Serien gucke. Ist echt das Beste, was du nebenbei machen kannst, ist echt Pet Battle. Also so, halt die Kombi, die ich mache mit den XTs, ne? Du drückst halt einmal den Zauber, dass du mehr Schaden machst und dann machst du dieses komische Stampfen, dann macht er drei Runden sein Dings und in den meisten Kämpfen ist danach Feierabend, ne? Dann stampfst du die alle kaputt und dann musst du vielleicht nochmal ein, zwei Mal nachtreten, ja? Dann ist halt Feierabend, dann kriegst du eine 14.000 EP und das kannst du halt ideal machen, wenn du dingst, ne? Wenn du hier wenn du einen Film guckst, eine Serie guckst oder sowas, da ist das relativ angenehm, muss ich sagen. Und hier kann ich das auch machen, ne? Ich fliege ja hier die Sachen ab, mache sie auf, dann kann ich nebenbei die 1, 2 Klicks machen, dann geht das recht. Im Moment bin ich in Uldor unterwegs. Eigentlich Zufall, eigentlich mache ich es immer ein Tal der vier Winde, weil man da gleichzeitig auch noch die Pets leveln kann. Das ist eigentlich am idealsten. Ich habe aber gesehen, hier in Uldur sind verdammt viele Humanoide und nicht Humanoide, verdammt viele Wildtiere und der XT macht gegen Wildtiere mehr Schaden. Da ist es eigentlich in den meisten Fällen so, dass du die einfach wegstammst. Was haben wir jetzt gebraucht? Warte mal, ich habe angefangen. Ich müsste mal mitstoppen, aber das geht eigentlich verdammt schnell, so ein Kampf. Ist es halt, was du haben willst. Wenn das mal gut geht, ja. Ich bin ja noch skeptisch. Ich bin ja noch skeptisch. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wir können ja gleich mal gucken. Es gibt da halt verschiedene Pets, die du hier erwischen kannst. Und zwar manche, die CC'en dich. Das dauert dann länger. Aber manche stammst du halt mit einer Kombi quasi kaputt. Ich kann es gleich einmal zeigen. Dann ziehe ich das einmal kurz rein. Wenn wir vielleicht einen längeren Flug haben, dann zeige ich dir das mal, was, wie lange das Ganze dauert, wenn wir da hochfliegen oder so. Können wir das mal machen? Das ist eine Pflanze. Die Blüten sind halt nichts wert, ne? Das ist klar, aber. Was ist denn das? Achso, da kommt noch so ein extra Typ raus, ne? Da kommt noch ein extra Typ raus. So, jetzt schauen wir mal. Hier darfst du in den Shit nicht reinlaufen. Oh, shit. Sonst wirst du genatzt. Und zwar ordentlich genatzt. Warte mal, ich kann mal hier schnell stehen bleiben. Dann zeige ich euch mal kurz einen Fight. Machen wir einen Timer an. Gut, eigentlich, also am besten ist es gegen Wildtiere, ne? Das hier ist jetzt kein Wildtier, das ist jetzt so ein komischer
Frosch, ne? Ich mache jetzt hier mal einen Timer an. Weiß ich nicht. Sehen wir mal kurz, wie lange wir brauchen. Ich muss halt hier einmal was drücken. Oh, das war jetzt Kacke. Der müsst. Ja, das war jetzt schon mal Fail, weil er sich am Anfang geheilt hat und mich nicht angehittet hat. Der muss mich eigentlich anhitten, dass ich den Buff krieg und dann ist er halt kaputt, ne? Das war jetzt blöd. Der muss am Anfang hitten, aber die machen halt immer was anderes. Und am besten brauchst du halt drei Wildtiere gegen dich. Dann erst du sie halt eigentlich am besten weg. Eigentlich wäre jetzt Feierabend, wenn er mich am Anfang gehittet hätte, weil dann wären die anderen auch gestorben. Dann wären es 30 Sekunden. Jetzt muss ich halt nochmal einmal nachtreten. Ja gut, jetzt sind es halt 40 Sekunden, was ich gebraucht habe, ja. Normalerweise hätte ich mir 2 Casts sparen können. Dann wäre es ein bisschen besser gewesen, wenn wir. Also 40 Sekunden habe ich jetzt für den Kampf gebraucht. Jetzt habe ich sogar mehr gekriegt, ne? Jetzt habe ich sogar. Warum habe ich denn jetzt mehr gekriegt? Ich habe jetzt 15.597 bekommen. Also nochmal einen Ticken mehr. Dann sind es wahrscheinlich wirklich 3%. Warte mal, vielleicht finden wir nochmal einen Dings. Aber ich will eigentlich das andere jetzt weitermachen. Hier haben wir nochmal einen. Das ist eine Sandgrube. Das ist, glaube ich, jetzt ein. Ja, egal. Warte mal. Schauen wir mal, wie lange wir hier brauchen. Dann machen wir aber weiter mit dem Rumfliegen. 4 Sekunden. Jetzt hittet er mich halt am Anfang, das ist halt gut. Dann kriege ich halt gleich den 100%. Er verursacht mehr Schaden. Schau mal, was ich dann halt. Dann hau ich halt ein bisschen mehr rein. Hat 1000 Damage gekriegt, kommt hoch, kriegt 1000 Damage. Er hat nicht mal 1000 Life, weißt du? Drei Wildtiere. Oh nein, der hat ein Life. Jetzt muss ich halt trotzdem nochmal einmal draufhauen. Das ist halt auch Kacke. Ja. Jetzt sind es auch wieder 40 Sekunden. Normalerweise, wenn es gut läuft, sind halt alle Viecher tot nach mal Ehen. Ja, also 40 Sekunden, wenn es schlecht läuft, 30, wenn es super läuft. Aber das siehst du, also theoretisch, gut, dann fliegst du mal ein bisschen rum. Also du brauchst eine Minute für einen Mob und dann bist du eigentlich direkt wieder beim nächsten hier. Ja, also kannst du rechnen, eine Minute pro Mob, wenn du 3% kriegst, pro Dings kriegst du 60 Viecher. Warte mal, jetzt denken wir mal dreimal 60. Dann bist du bei 180%, also knappe 2 Level. Und das ist halt chillig, das kannst du halt nebenbei ein bisschen durchdrücken. Ja. Also, Pet Battle ist jetzt nicht das Aufwendige. Vor allem mit meiner XT-Kombi drücke ich 2 bis 4 Mal eine Taste quasi, ne? Und dann habe ich den Kampf fertig. Also kann man das gut nebenbei machen. Das kann man gut nebenbei machen, ja. Warte mal, fliegen wir erstmal die Dinger ab und dann. Oder sollen wir. Ich glaube, ich fliege einmal nach unten. Ich fliege es diesmal so rum ab, weil ich muss eh einmal darüber. Das ist wahrscheinlich das Bessere. Das kann ich eh nicht aufmachen. Obwohl, dahinter muss ich eigentlich gar nicht. Ach komm, ich fliege erst darüber. Das ist, glaube ich, schneller so rum. Das ist echt schneller. So, jetzt könnte ich natürlich noch ins TS. Ja, ich bin am Aufnehmen. Weißt du doch, meine Leveling-Dinger mache ich tutti completi einmal. Die will ich einmal drauf haben. Das hatte ich ja gesagt. Wenn ich jetzt was anderes level, was jetzt halt quasi nicht meine verbündeten Völker sind, dann nicht, aber die wollte ich einmal mit komplett durchziehen. Ja, ich guck gleich mal. Habe ich ein CS? Habe ich hier die Shredder-Quest mit der Horde? Bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ah, doch, die Shredder-Quest hast du mit der Horde. Warte mal, ich schau mal, dass ich connecte und dich dann entbanne. Connected. Oh. Channel switched. Ich guck danach gleich. Wenn ich länger fliege, dann entbanne ich dich, okay? Bin nämlich nicht. Dann kann ich nämlich alles Multitasking-Zeugel machen. Nee, eigentlich will ich den Level Guide jetzt möglichst nah an 8.0 machen. Also sprich, ja, wahrscheinlich ein, 2 Wochen jetzt noch. Will jetzt meine ganzen Charts noch hochspielen, die letzten Infos einholen und dann mache ich mal noch einen Level Guide. Ist halt schade, dass die ganzen Tricks jetzt nicht mehr funktionieren, ne? Das ist ein bisschen schade. What the fuck, wie schnell schießt denn der? Ach, dammit. Der hat halt ein Maschinengewehr am Start. Mal aus dem Kampf rauskommen. Ach, fick dich doch.
alle Viecher hier Maschinengewehr und schießen mich in Millisekundenbereich. So, Holz haben wir genug, jetzt brauche ich bloß noch Schredder. So, wo kriege ich denn möglichst viele Schredder zusammen? Glaube, ich kriege hier keine 6 Schredder zusammen, dass ich sie alle auf einmal wegcleaven kann, oder? Hier sind 4 zumindest. Mehr kriege ich nicht, ne? Wenn ich jetzt noch versuche, weitere zuzuholen, dann resetten sie mir bloß. So, das Gute im Warbot ist einmal raufgehauen, 25%, das macht schon einiges aus. Bei 6 würde ich auch nicht überleben. Oh, die hauen schon ganz gut raus. Ja, mittlerweile mache ich ein bisschen mehr Heilung. Also ich denke schon. Davor hätte ich dir recht gegeben, aber jetzt läuft es schon ein bisschen besser. Siehst du? Ich bin relativ weit oben mit dem Live noch. Ich glaube, die 6 hätte ich schon überlebt. Ja, easy. Easy. So, warte mal, wo geht man da rein? Option. Ah ne, Bannliste muss man gehen. Oh, da sind aber viele Leute auf der Bannliste. Ah. Ich hab dich mal entbannt, du müsstest jetzt wieder draufkommen. Schau mal, da sind aber noch viele andere in der Bannliste. Aber bei einem stand dran Antiperson. Ich hab. Also mal gucken, ob wir den richtigen erwischt haben. Ist der Secret Community? Was ist denn die Secret Community? Ach ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen müde. Aber ich versuche heute durchzuhalten, um durchzuziehen. Dann kann ich die Invasion. War das nicht die letzten Male auch so? Immer samstags, ne? Spät in der Nacht ist es noch Invasion und ich versuche gegen den Invasionstimer anzurennen und noch die Invasion hinzubekommen. Das ist irgendwie jedes Mal am Samstagabend so. Geht nicht. Mann, du Gammler, hast du auch eine. Warte mal, jetzt hat wahrscheinlich irgendwer anders hier Leute gebannt, die nicht mehr drauf sollen. Ich tue die jetzt alle entbannen wieder. Wegen dir. Also ich habe jetzt mal noch. Ich habe jetzt mal noch 3 andere Bans aufgehoben. Mein Gott, sind da viele Leute auf der Bannliste. Unglaublich. Wir hätten die alle draufgepackt. Also ich sicher nicht. Wahrscheinlich Tata oder Rimtier oder so. Wahrscheinlich hat irgendwer die im RBG genervt. Jetzt packe ich die ganzen Leute wieder runter und die können jetzt wieder da ins TS. Dann müssen die nochmal bannen. Ein bisschen nervig. Ein wenig nervig ist das ja. Jetzt versuch's mal. Jetzt müsste es auf jeden Fall wieder gehen. Was bannst du auch so viele, Mate? Ich habe überhaupt keinen gebannt. Weißt du, wie viele da jetzt in der Liste waren? Ich habe den einzigen, den Nee. ich gebannt habe, warst du. Warum macht man das? Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die gebannt habe. Du hast wahrscheinlich wieder irgendeinen Käse gelabert. Nee, eigentlich nicht. Na, ich glaube schon. Ich weiß es nicht mehr. Was geht? Was macht das Leben? Oh, ich bin ein bisschen fertig, muss ich sagen. Ein bisschen müde, aber ich will jetzt eigentlich schon durchziehen, weil dann kann ich die Invasion noch mitnehmen. Das wäre eigentlich schon schick. Wann ist die denn? Ja, die ist noch 2 Stunden und 49 Minuten. Bis dann hin muss ich halt dementsprechendes Level sein, ne? Dass ich halt Invasion machen kann. Kannst du frühestens ab 98. Ich will es aber am besten machen, sobald ich 101 bin. Dann kriege ich nämlich die maximale Ding raus, ne? Das wäre halt ideal, wenn ich das so hinschustern könnte. Mal kurz, ich bin mal kurz an der TS. Okay, mach das. Du musst ihn extra entbannen, ne? Heult er rum und dann geht er nochmal ein anderes TS, okay? Ja, bin ich ihm nicht gut Jetzt chill genug. doch mal kurz, ja? Nein, ich bin jetzt beleidigt. Also ich muss mein Pet Battle Ding weitermachen. Ich muss mein XT wieder heilen. So, jetzt. Auf was für ein TS warst du? Gilden TS. Ich habe Black noch, ich hab's gesagt. Ich dachte, der spielt nicht mehr. Doch, ja. Dachte ich auch. Jetzt mal ernsthaft. Du gehst ins andere TS, sagst ihm Tschüss und vor 2 Wochen hast du über ihn abgelästert, dass alles zu spät Richtig. war. Aber er hat mich halt wieder geaddet. Dann habe ich nur ein Ja. Fragezeichen geschickt. Ja. Und dann so, ja, hier nochmal und ja, nochmal Try oder so vielleicht, BGs oder Okay. irgendwas. Und dann dachte ich mir, ja, komm, okay.
Du bist aber nicht, du bist so, nicht sonderlich konsequent, ne? Nee, ich will es ja nicht sagen, ich bereue es schon wieder, aber na gut. Wir haben ein bisschen Arena gemacht. Ja, lief. Assa Havoc haben wir halt gespielt. Naja, ich sag mal nichts. Havoc. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kombi sonderlich oft im Zweier vorkommt, ne? Ja, ist halt komplett auf Burst ausgelegt, ne? Ist bloß scheiße, wenn der EH nicht weiß, wie man. Naja, ist egal. Also lief jetzt nicht so optimal, meinst du? Ja, ich sag mal so, 50% Winrate war schon dabei, aber mehr auch nicht. Warum wir ins TS gehen, wenn wir über die Community labern, könnten? Ja, aber in der Community hast du ja dann, weiß ich nicht, 10.000 Leute drin und dann ist es über unübersichtlich. Weiß ich nicht, da ist es im TS, denke ich mal, noch einfacher. So im Was kann ich denn da Community schießen in der ist. Community? Du kannst in der Community. Theoretisch kann man das auch machen, dass man in der Community das macht und da einfach ein bisschen Aber labert. sind denn da nicht 120 Leute oder so beim Laden? Ja, gut. Ja, theoretisch. Aber da sind ja nicht alle dann auch drin in der. Also Ja. in dem Voice-Channel und. Also da macht ja eigentlich kaum einer einen Voice-Channel an, ne? Gut, wenn ich jetzt streame und dann vielleicht. Ja, es kann natürlich schon sein, aber. Ja, theoretisch können wir das mal machen. Das ist gar keine schlechte Idee. Ah, schau mal, Anti, hier Space von der FL gelöscht. Tja. Ja, ich habe ein paar runtergehauen, Du bist sicher an den 200 dran, ne, weil du so viele Freunde hast. ja. Nee, das nicht. War jetzt Bin ich auch auch gar nicht. leicht Ich ironisch. versuche immer so maximal 20, mehr müssen es nicht sein. Okay, mit mehr kannst du nicht umgehen. Nee, will ich auch gar nicht. Keine Ahnung, es nervt halt. Ich weiß schon, Okay. wenn ich die Leute annehme, dass die sowieso oder so nach 2, 3 Tagen wieder fliegen, einfach weil mich das wahnsinnig macht, wenn du da so eine Larrys drauf hast. Ich habe jetzt letztens einen gekickt, der mich jeden Tag vollgesust hat, aber Ja, das ist nervig. ich habe denjenigen gekickt, der mich gefragt hat, hoi, hast du auch einen neuen Ladebalken? Wo kommt denn das her? Warum ist denn das neu? Da hab ich gedacht, nein, du bist für mich gestorben. Ladebike? Ja, wegen hier Battle for Azeroth. Ach Den so. Startbalken. Der hat mich Ach ernsthaft gefragt, so. wo ich mir dachte, also komm, wenn man WoW spielt und nicht mitkriegt, dass ein neues Addon rauskommt, weiß ich nicht. Nee, komm. Das ist dann ein bisschen zu viel für mich. Muss ja nicht jedes Detail wissen, aber überrascht zu sein, dass ein neues Addon rauskommt, das etwa auf jeder Fanseite, das ist, selbst wenn du den Blizzard Launcher anmachst, erschlägt dich das ja. Auf der Blizzard-Seite ist ja ein Countdown und alles. Also, an dem kommst du, wenn du das Spiel spielst, kommst du eigentlich an dem Ja. nicht vorbei, meiner Meinung nach. Da kommst du nicht dabei. Wenn du davon überrascht bist, dann fehlt irgendwas. Im Kopf, Meine ja. Meinung. Also. Ja. Und solche Fragen habe ich halt im 5-Minuten-Takt gekriegt. Und das geht mir irgendwann auf den Sack. Also, du siehst ja, ich bin ja im Kommentare unter Videos beantworten. Da gucke ich ja schon, dass ich möglichst da alle paar Tage die ganzen auf fast alles eingehe. Ne? Aber das geht mir dann irgendwann auf den Sack, weil manchmal möchte ich halt einfach auch meine Ruhe haben. Und es gibt halt Leute, die, ja. Die dann trotzdem, auch wenn man schon sagt, ja, hier mal ein bisschen Gang runterschalten. Ein bisschen nervig teilweise. Halt ein Fan, Ja, das ist, finde ich alles nett und toll, aber irgendwo ist dann halt auch der Punkt, wo du dann die Ruhe haben willst. sicher, dass du nicht Riggs geschmissen hast? Das weiß ich nicht, ob ich den noch drauf habe. Ich glaube, der hat ja X Accounts irgendwie. Blicke ich da gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was der da gemacht hat. Einer ist gebannt, ne? Einer von seinen Accounts, wie es. Ja, ich hatte letztens irgendwie, dreimal hatte ich ihn auf Level einmal. Irgendwas mit Reeks, dann Double Reeks und da gab es noch irgendeinen. Irgendwas Ninja-Keks, ist er das nicht auch? Nee, Ninja Keks ist Jonas. Jonas, okay, da habe ich die Ja. verwechselt. Das ist Dieser Name, Jonas, Alter, okay. Ninja Keks. Ja, du bist Antiperson, ne? Also weiß ich nicht, was jetzt besser ist. Ja, hört sich auf jeden Fall besser an als ein Keks, so, ne? Meinst du? Stell dir mal einen Ninja-Keks vor, was soll das sein? So ein Keks, so mit ein bisschen so Rogue-mäßig gemockt, weißt du? So ein Keks halt. Was? Komm nach OG, das Party Maha, warum? Was ist da für eine Party? Wird da gerade ein City Raid gemacht? Hä? Ich habe schon ewig keine City Raids mehr gesehen, ne? Doch, Weiß wir haben nicht, gestern ob. Just verfahren. Echt? Immer von der Gilde aus.
Ich, Ach, so seine, eine ist, Party ist da. Ja, gut, okay. Nee, kein Bock drauf. Tanzpa. Ah, ist schon wieder dieses Tanzevent? Tanzstudio? Hier, Anti, weißt du noch, wo ich und Hannes Ja. bei dem Event Ja. waren? Aber Mit den beiden Bären. das geht jetzt nicht mehr so gut. Also, du War bist das nicht nicht mehr so. irgendwie so zwei Bären für ein Halleluja? Ich weiß nicht, wie ich die Gruppe genannt habe, aber irgendwie sowas. Nee, Also wie zwei sehr Bären gegen viele. den Rest der Welt habe ich es genannt. Ja, oder irgendwie so. Das war lustig, ja. Das hat mich ein wenig amüsiert, muss ich sagen. Ja. Und wie ist deine Klasse so, dein Bär? Die haben nicht sonderlich viel verändert. Also, ich glaube, also ich habe jetzt nicht alle Klassen gespielt, ne? Also, ich kann jetzt. Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, der Guardian ist die Klasse, wo sie am wenigsten verändert haben. Das Ding ist genau wie vorher. Ja? Was sogar das Witzige, also das Witzlose ist, die haben teilweise, auch die Reihen sind fast genauso gleich. Manche Reihen sind drei gleiche Fähigkeiten, bloß in einer anderen Reihenfolge. Da haben sie die mittlere Fähigkeit rechts, die rechte Fähigkeit links und, weißt du, und ich Ja. denke mir so, warum? Ja? Also, das ist so, dass dumme Leute denken, dass was Neues ist, weil die Buttons auf der anderen Seite sind, aber die das ganz gleiche machen, die gleichen Namen, das gleiche Icons und machen das gleiche, sind bloß von der Position woanders hingesetzt. Da weiß ich nicht. Also, wenn dann, ist das irgendein Zufall passiert, ne? Oder Blizzard hat, da waren wirklich Leute bei dem Blizzard-Team gehockt und dachte, okay, wir haben jetzt eigentlich keinen Bock, uns was Neues einfallen zu lassen. Wie machen wir, dass das so aussieht, ob wir vielleicht was Neues hätten? Dann meldet sich so einer und dann so, komm, lass es doch einfach in eine andere Position setzen. Vielleicht merken sie es nicht und denken, es ist neu. Ja, geil, lass das machen. Ja, Ja. so stell ich mir das gerade vor beim Blizzard-Ding. Weißt du, was noch geil ist? Du hast als Guardian, hast du auch zwei Anführungszeichen neue Fähigkeiten, ja? Nee, gut, du hast sogar drei Fähigkeiten, aber zwei hast du. Hibernate hast du einmal, also hier Winterschlaf. Das gab's zu Classic schon. Genau das gleiche, was ist, die gleiche Tooltip, gleiche Ding, gab es eins zu eins in Classic schon und haben sie jetzt wieder reingebastelt. Leute, die jetzt halt noch nicht lang spielen, meinen, oh, da kommt eine neue Fähigkeit, aber die gab's halt auch schon, ne? Also das ist halt. Und was hast du noch? Und ich glaube, besänftigen hast du noch, dass du die Aggro runtersetzt und beziehungsweise die Bedrohung, glaube ich, auch war das damals. Das hast du auch noch. Das gab's halt damals auch schon. Das einzige, das wirklich aller einzige, was neu ist, ist Tigerspurt. Und das ist einfach nur eine Speed-Fähigkeit, die du skillen kannst. Das ist wirklich das einzige Neue, was du im Guardian hast. Haben Sie das nicht rausgenommen für Phasenbestien? genau, Phasenbestie ist so Ja, davor. ne? Meine ich doch. Ja. Also gut, Phasenbestie hat dich halt geblinkt und das macht blinkt dich halt nicht, sondern du hast am Anfang den Highspeed und danach ein bisschen weniger Speed. Also eigentlich war Phasenbestie sogar besser als das, weil es dich Ja, halt okay. direkt weggeblinkt hat. Vor allem für Heiler in der Arena war halt Phasenbestie so gut. Richtig, deswegen siehst du auch keine Druiden mehr, die immer eben so von A nach B springen. Das war halt als Druid-Healer, wenn du ein bisschen Skill mit Phasenbestie hattest, warst du halt so stark. Du konntest halt x-mal wegkommen mit dem Shit. Wenn du es genau an einem Pillar quasi gemacht hast, zum anderen rüber, dann konntest du halt instant wieder LOSen und quasi, dass dich keiner gekriegt hat, wenn du gut warst. Ich habe ja auch mal auch eine Weile mal Druid Healer gespielt in WoD. Da war ich da, da habe ich halt ein bisschen das halt serious gemacht und dann ein bisschen geübt. Aber da war das recht cool, wenn es gut. Also ich habe es nicht immer gut gemacht, ne? Aber manchmal hatte ich so Momente, wo ich da echt die Leute gut weggekitet habe. In WoD habe ich nur ein bisschen das für Fun Heiler gespielt, ein bisschen reingekackt eher. Ein Das paar ist Wahnsinn, wie Games. schnell du im Moment auf jeden Fall Druiden umschießt. Echt, also. Wir hatten das vorhin so in Arena einmal. Der ist mit dem Guardian reingegangen. Ja. Alles raufgebombt, Vendetta gezogen. Iron Bark hat er irgendwie sowas noch auf sich raufgehauen. Und dann tot von oben quasi mit 5 Kombo-Punkten und der lag einfach im Dreck. Nee. Also das hat halt einfach 18k gekrittet und war weg. Also ich kann jetzt nicht für alle Tanks sprechen, aber Guardian kriegt mir aufs Maul. Ich meine auch die anderen Tanks. Also die Survivability ist auf jeden Fall schlechter geworden. Ich denke mal im Was? PvP bist du nicht mehr survivable Gut, ich wie sag mal davor. so. Wir sind ja noch nicht 120. Das ist eh klar, ja. Das Scaling ist Ne? halt auf 120 aufgelegt. Und tendenziell ist es so, dass am Anfang von dem Addon Tanks im Gegensatz zu DDs wesentlich schlechter dastehen als gegen Ende von einem Addon. Weil es hast es ja immer so, dass du feste Stats hast, ne? Und bei zum Beispiel allein ein Stat mit Ausweichen, ne? Theoretisch müsstest du ja
immer 20% Ausweichen haben, weil die anderen Stats sich ja eh erhöhen. Aber das erhöht sich ja auch mit. Also sprich, umso mehr Gear du hast, umso mehr ist dieser Prozentwert nach oben. Und du hast dann irgendwann so viel von diesen ganzen Dev-Stats oben, dass du halt so defensiv bist, dass es halt krass ist. Und am Anfang müssen sie es halt möglichst niedrig halten, dass sie nicht jedes Mal wieder die Werte anpassen müssen innerhalb von dem Addon. Vor allem bei so Dev-Klassen. Der Schurke geht schon ein bisschen steil im Moment, also zumindest Outlaw und Sub. Ich habe ja ein bisschen Open PvP gemacht und Rogues sind krass, ja. Die sind, Ja. ich bin mit dem Flug, ich bin mit dem Druid, mit dem Flugmount rumgeflogen, ne? Und da Habe hat ich mich ein gesehen. Rogue angegriffen, der, Ja. ich bin dann im Flug noch totgetickt, ne? Das hat nicht Ja. gesagt. Gut, ich war halt Normalgestalt, aber ja. Ja, hab ich gesehen. Landerion hat auch ein Video hochgeladen, den ich Ja, geklickt ich habe. habe gesehen, also, ich Hab ein gönn's Like da ihm. gelassen. Ich gönn's ihm. Also wenn wir natürlich einen echten Kampf 1 vs. 1 gemacht hätten, dann wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen, aber ich gönn's ihm. Der Asser, ich glaube, der hat Asser gespielt, ne? Das Weiß weiß gar ich nicht mehr. nicht, keine Ahnung, was er gespielt hat. Das kann ich dir nicht sagen. Outlaw und Sub, die sind echt, weiß ich nicht. Ich Also glaube, gut, das ist Rogues mit Ege sind nur. relativ stark im Moment, ja. Das merkt man auch. Shadow Priest. Ja, Shadow kriegt auf jeden Fall momentan überhaupt nichts auf die Reihe. Ist Der aber, hängt ein bisschen in der es ist Luft. meistens so, dass Caster am Anfang kacke sind und Ja. Melee ist meistens gut, also. Außer Lock, wie immer. Ja gut, Lock ist nochmal was anderes. Warte mal, warum heile ich mich denn so gut wie gar nicht? Ah, oh, Heileffekte um X Prozent verringert. Übrigens, hast du das mitbekommen? Mit BFA? Was denn? Du kannst ein RBG Gladis machen, ne? Wie Gladys machen? Ein RBG. Hä? Also hast du extra Achievement, du hast du Held der Allianz im RBG. Nein, die sind wohl am Überlegen, sobald du einmal 2375 gemacht hast und dich dann die nächsten 10 Games über diesem Rating hältst, dass du automatisch wohl Gladiator bekommst. Okay, ich habe das anders gehört. Ne, der auf jeden Fall vor 2 Tagen gegen Blue Post. Warte mal, Okay. den finde ich den noch. Ja, gute Nacht, Lexi. Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Okay. Hört sich jetzt mal interessant an. Aber die Umsetzung, weiß ich, da läuft ja jeder nachher mit Gladio um. Das ist ja. Ich weiß halt nicht, weißt du, wenn du halt in der niedrigen Rating theoretisch das Zeug kriegst, spielen die Leute nicht mehr so hoch. Und wenn die ganz guten nicht mehr so hoch sind, verschiebt sich alles nach unten, könnte ich mir Jo. vorstellen, weißt du? Logisch. Also, gut, muss man abwarten, wie sie es machen. Wenn sie es halt nicht mehr von 0, irgendwas Prozent abhängig machen, dann werden es wahrscheinlich trotzdem mehr kriegen, ne? Wenn du einfach nur über eine Schwelle kommen musst. Klar. Muss man halt abwarten, wie es dann genau gemacht wird. Muss man abwarten. Space, das Problem ist ja, das ist ja noch 110. Mit 120 sieht der Shadow bestimmt wieder anders aus. Das auf jeden Fall. Du kannst jetzt keine Klassenbalance Ne. vergleichen. Und jeder, der dir anhand von jetzt dem Stand sagt, die Klasse ist die beste und ist, der hat einfach keine Ahnung, muss es so sagen. Weil du musst halt sehen, das Ganze skaliert halt erstmal mit den Level und vor allem mit dem Azorite Armor. Und du hast kein Azorite Armor. Du kannst mit dem Azorite Armor Zeug, kannst du Sachen skillen. Und das hast du alles nicht. Das ist das Gleiche, wenn du vor Legion ohne Artefaktwaffe quasi gesagt hättest, die Klasse ist gut und die ist schlecht. Das macht halt keinen Sinn. Du weißt, wie viel die scheiß Artefaktwaffe ausmacht. Wenn du die ganzen Skills von der Artefaktwaffe nicht hast, sind manche Klassen im Vergleich zu anderen ziemlich gut, aber wenn du die Skills drin hast, sieht es wieder anders aus. Also von dem her, das gibt's halt jedes Addon und jedes Addon musst du dir an den Kopf langen, was Leute Sachen behaupten, obwohl noch gar nicht, weil das, obwohl noch gar nicht die Kernabilities von dem jeweiligen Addon klar sind. Also von dem her würde ich da vorsichtig sein. Wenn du natürlich auf dem Beta-Server Raid-Tests gemacht hast, mit Azorite-Armor, mit Dings, dann kannst du wahrscheinlich eine Auskunft über gewisse Stärken geben, wobei das halt auch noch nicht im Stein gemeißelt ist, weil es halt Beta war, ne? Oder noch ist. Also von dem her würde ich da jetzt erstmal noch nicht ganz so viel Vielleicht drauf mal was geben. anderes. Ja. Hast du Ahnung vom Verwüstungsdämon, Warte mal, Verwüstung, war das Tank oder war das DD? gute Frage, Digga. Ich glaube, das war der Damage, ne? Ich glaube, das war Havoc, wa? Ich bin mir beim DH, bin ich mir einfach nicht sicher, was Ich ist. weiß es halt auch nicht. Das ist halt so traurig, ne? Aber ich, ja. Leute, Verwüstung war Damage, ne? Also vom DD habe ich keine Ahnung, vom Tank habe ich ein bisschen Ahnung.
Okay, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall DD, meine ich. Gibt's da Nee, bestimmt irgendeinen Stream, der sich so halbwegs mit auskennt? Der sowas vielleicht sogar Main spielt. wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, aber gibt ja auch genug Leute, die das so spielen. Warum meinst du, Black Hammer macht da was falsch, deiner Meinung nach? Ja, darauf wollte ich hinaus. Ja, das dachte ich mir schon. Judy, kannst du mal irgendwie mal schreiben, welche Talente, also halt alle normalen Talente und PvP-Talente, gerade in Arena, welche da am sinnvollsten sind? Oder allgemein, um einfach nur Full Damage zu gehen. Weil ich habe da auch keine Ahnung von. Ja gut, aber gehst du in der Arena einfach nur auf Full Damage? Also die ersten Mal hat es gut geklappt. Blind und Cage. Er wird kein Heiler, ne? Ist halt Ja, scheiße. klar, aber eigentlich musst du ja gucken, dass du dann auch ein bisschen CC so hinkriegst, ne? Ja, ich meine, hast halt nur ein Go, ne? Gut, du kannst, ja, okay, mit Also Vanish halt ich nochmal. spiele quasi Gammeltaktik einfach nur drüber rutschen. Richtig, bringt bloß nichts, wenn der DH mit 10, 15k Damage rausgeht und ich mit meinem Astaburg auf 60k stehe und mich dann wundere, ja, wieso gewinnen wir nicht? Ja gut, das funktioniert natürlich nur, wenn du drückst. Ja, deswegen. Aber eigentlich gehst du doch mit Doppel-DD so, dass du den Heiler komplett rausziehst oder den anderen DD und. Ja, du glaubst gar nicht, wie oft wir Double Rogue hatten, Tiller. Echt, okay. Double Rock so Richtig oft? oft. Meistens entweder immer Sub-Outlaw oder Double-Outlaw. Aber eigentlich ist eine Double-Klasse gar nicht so gut, weil du ja deine DRs drauf hast, ne? Also, Ja, Rogue ist halt im Moment halt, ne? Wie soll ich Ist sagen? halt, ja klar, im Moment, jetzt vor allem Die mit dem rasten halt Level-Ding extrem aus. ist klar, wenn du eine Klasse hast, die gut CC hat und drückt, dann kannst du halt auch zwei von dem reinpacken, ist klar. Das ist vollkommen klar. Er kann die doch rausholen. Ja, das klappt aber nicht immer. Ich weiß nicht warum. Ah, gehabt. Hä? Hier ist. Ah, schau mal, das ist unter dem Rare-Mob drunter, deswegen sehe ich das nicht. Wollte gerade sagen. Der soll mal TS kommen, der Typ, ey. Wer denn? Space Blick, Wizard, oder? warte, ich glaube, er hat einfach keinen Bock auf dich wohl. Achso. Hat er denn keinen Bock auf mich? Ich habe ihn Weiß ich nicht auch nicht. beleidigt. Verstehe ich auch nicht. Naja, ich will jetzt nicht böse sein, aber ist mir Ich ganz meine, recht. das Ding ist halt, du kannst halt nur besser werden so oder allgemein die Klasse lernen, wenn du halt auch spielst, so, ne? Ja, das ist eh Ich meine, klar, ja. ist klar, Praxis dass du am ist Anfang alles. so öfters mal auf die Schnauze fällst und das ist halt bei ihm so das einzige Problem. So, zwei Games hintereinander verloren, dann kommen halt schon wieder diese Zweifel. Ja, das funktioniert nicht und. Ja gut, wenn du so rangehst, dann reißt du aber nirgends was, ne? Das ist das Problem, ey. Das ist ja Deswegen suche ich ihn überall jetzt eine so. Stellung raus. Egal was du machst, wenn du irgendwas Neues lernst, dann wirst du am Anfang immer etwas brauchen. Dann Richtig. entscheidet sich halt, ne, ob du jemand bist, der Durchhaltevermögen hat oder ob du jemand bist, der kein Durchhaltevermögen hat und alles sofort hinschmeißt, ne? Ja. Also was, Das ich ist eh schreibe mal klar. nochmal an. Nee, lass mal gut sein jetzt. Okay, gut, dann nicht. Gerade, das war knapp. Ja, haben wir noch mal Glück gehabt. Haben wir noch mal Glück gehabt. Na gut, 96 bin ich jetzt schon, Mann, ne? Wann haben wir denn angefangen mit der? Ich glaube, ich habe bei dem einen um Punkt etwa ausgemacht und dann ein bisschen zum Trinken geholt und so. Ich weiß gar nicht, wann wir an. Ein bisschen nach Punkt hat man angefangen, ne? Wenn ich mir jetzt so grob ins Sinne. Otter, hat einer aufgepasst von euch? Wahrscheinlich eher nicht. Ja gut, Mage Tower ist sicher auch so ein Durchhalteding, ja? Vor allem wenn du viele spielst, das glaube ich dir. Das ist definitiv eine Durchhaltegeschichte. Aber ja, kann ich da alle zusammenpullen? Ist das eine gute Idee, was ich hier tue? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde ich auf den Sack kriegen, weil ich habe noch nicht mal Ding ready. Oh, scheiße. Und sonst, Markus, was macht das Leben so? Alles schick? Ja, Soweit? aber ich krieg gerade auf den Sack. Von wem? Von den Mobs Ach hier. so, ja, schon klar. Also, ich will hier keinen triggern, aber ich wundert mich, dass noch keiner hier angekommen ist. Bin die ganze Zeit im Warmode unterwegs und bis jetzt wollte mich noch keiner nudeln. Sag mal, wo bist du eigentlich gerade? Bin aber auf dem Hordenschar. Jetzt gib doch zu, das letzte Mal warst du das doch, der da rumgehampelt ist.
Wann? Das sind wir, wo ich mit einem anderen Char hier unterwegs war, der mich immer umgeboxt hat. Ich hab dich doch nicht gefunden im Schlingdorntal. Nein, Wegen nicht im Phasing. Schlingentarntal, wo ich in. Mit meinem Monk, wo ich in Dings unterwegs war. Hier in Nee, Draenor. Digga, das kann nicht sein. Was hat dich Ist denn ein. gekillt? Ein Paladin, der hat. Aber es war ein Ich hab Dings. keinen Paladin, Tila. Ja, Also aber bitte. das war aber ein. Das war kein. Kein Char, der gelevelt ist, sondern eine Klassenprobe war das. Nee, und denk Also. garantiert kein Paladin. Ja, doch ist das Sinnvolle, weil du bubbeln kannst und der quasi auf Aber. jeden Fall den Kill einmal kriegt, weißt du, deswegen Paladin. Nee, aber ich. Also ich war's nicht. Also, nein. Du warst es nicht, okay. Dann war es wer anders, der es lustig fand. Also wenn, dann, keine Ahnung, entweder Rogue oder Mage, ne? Kannst du mir. Nee, lass mal, lass mal. Nee, mich wundert's jetzt gerade bloß. Das letzte Mal hat da einer richtig Spaß dran gehabt. Wieso, was hast du denn, hast du ihn danach gekillt noch? Hast du nicht mitgekriegt, ich bin übelst ausgerastet. Der hat mich ein paar Mal abgefarmt, ne? Ich bin ganz ruhig geblieben. Und dann, ich bin derweil mit dem zweiten Account, bin ich mit dem Max-Level-Char, bin ich hingeflogen, bin die ganze Zeit ruhig geblieben. Und Ja. dann ist er wiedergekommen und ich hab da mit einem anderen Char gewartet, hab ihn gekillt und hab ich erstmal ein paar Minuten rumgeschrien und ihn beleidigt, ja, weil ich war innerlich übelst sauer. Ich wollte, dass er es nicht merkt und dass ich langsam ranfliege, weißt du, mit dem anderen Char. Ein bisschen ausgerastet. Ist in meinem Game so? Ja, ein bisschen. Lass dir nichts anmerken lassen, weißt du? Aber innerlich kochst du. Und dann, wenn ich jetzt gesagt habe, ich komme jetzt mit einem anderen Char, dann wäre er halt abgehauen. Wer Deswegen habe der ich denn dann? gewartet. Und dann habe ich ein paar Mal abgefahren, den Typen. Aber trotzdem, er hat mich halt einfach nur aufgehalten. Also konnte ich mit dem Zweit-Account derweil nichts machen. Das hält halt auch auf, ne? Das hält halt auch auf. Der Arme, Was heißt der Arme? Der hat mich. Der wollte mich trollen und hat mich die ganze Zeit abgefarmt. Und du sagst, der Arme. Du bist, weißt du? Solche Leute braucht man. Solche Leute braucht man hier. ja, solche Leute haben halt Mitleid so verdient, so. Achso. Die irgendwelche Lowies ganken. Richtig. Die haben Mitleid verdient. Weil, wenn du so Weil. weißt, okay, gut, ich mache auch nichts anderes, aber trotzdem. Das Lowies ganken. Was? Hast du eigentlich die ganze Gegankt? Zeit den War-Mode an? Ich? Ja, immer. Obwohl das für mich überhaupt keinen Sinn mehr macht. Warum keinen Sinn Aber. mehr? Nee, warte mal, du kriegst. Warte mal, kriegst du. Ja, gut, du kriegst noch 10% mehr Ehre, ne? Müsstest du, PvP. ja. Ja, 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 ja. wahrscheinlich 10% mehr Erfahrungspunkte. Ja, Questbelohnung. Ja, gut, das ist halt. Ja. Weiß nicht. Also ich sag mal so, auf dem Main habe ich ihn an. Auf dem Twinks habe ich ihn jetzt nicht an. Jetzt mit dem einen Horden-Char habe ich ihn jetzt auch an. Aber jetzt im Level noch wohl. Ja, jetzt. Ja, aber es ist halt so, 10% sind halt nicht sonderlich viel. Du kriegst zwar diese Ja. auch die Fähigkeiten, das ist auch ganz cool, aber wenn dich jetzt einer ständig gankt, dann levelst du halt wesentlich langsamer, ne? Das ist halt die Sache, ob Wenn du du. denn halt nicht in die Hauptstadt kommst. Ja, und das ist halt auch die Kacke. Du kannst halt wirklich nur in Das SW ist so oder in OG dumm, umschalten. Also, weißt du, wenn sie halt wenigstens gesagt hätten, okay, in jedem Content gibt's eine, weißt du, das oder. Gut, ich verstehe, im Gasthaus wäre es vielleicht ein bisschen blöd, weil dann könntest du im Gasthaus immer hin und her switchen. Das verstehe ich noch. Ja, aber dass es wirklich nur um Dings geht, finde ich ein bisschen blöd. ne? Vor allem jetzt, wenn du im Legion-Dalaran bist, ne, kannst du nach SW und dann wieder zurückgehen. Da musst du zwei Ports quasi wasten für nix. Jo. Das ist echt ein bisschen nervig. Außer du bist ein Mage. Ja, gut, Mage, klar, das könnte man machen, aber. Muss ich hier Pilze aufmachen? Nee. Ja, mit der Horde hast du hier drin. Hast du hier gar keine Bonus-Ding oder was? Nee, mit der Horde musst du hier gar nicht rein. Oh, hier bin ich jetzt blöd. Hast du hier gar kein Bonusziel als Hordler? Als Hordler hast du so wenig Bonusziel, das ist echt krass. Das ist echt richtig krass. Und Oh, WoW? komm. Ja, ein WoD da. Du hast das Ali viel mehr. Das ist eigentlich schon ungerecht. Also du wirklich bedeutend mehr, ne? Klar, du Also hast ein Doktor und Vor. ich, wir sind halt letztens mit 91 nach Draenor, haben alle gemacht und waren 98. Was? Sind dann halt nur noch Kisten. Ach so, ihr wart 98 nur durch Bonusziele? Also habt gar keine Sachen aufgemacht oder was? Also wir waren 91, haben alle Bonusziele gemacht mit dem 20% Trank, waren 98 und die letzten zwei Level einfach nur noch Kisten. Ging halt schnell. Ja. Weil ich glaube, warte mal, war das Nagrand? Irgendwo gab es auf jeden Fall richtig viele. Ich mache halt immer
Ja, Nagrand gibt's richtig viele, das Genau, stimmt. Nagrand, ja, richtig. Das war ganz nice. Nagrand geht echt gut ab, das stimmt. Aber da kannst du erst ab 98 das Zeug aufmachen. Inis kannst du komplett vergessen, weil du findest so gut wie gar nichts und EP. Auf dem Level-Ding brauchst du keine Indies machen. Das macht gar keinen Sinn. Das hat davor schon keinen Sinn gemacht. Und jetzt kriegst du durch Indies noch weniger P, also weiß ich nicht. Ich finde schade, dass Blizzard das so immer weiter runter nervt, aber Ja. sie wollen halt, also du merkst so ein bisschen eine Grundintention. Sie wollen halt einfach, dass du questen gehst. Das wollen Ja. sie. Die wollen halt nicht, Warum? so wie es früher teilweise war, dass du halt durch Indies spammst. Das wollen sie halt nicht. Die wollen halt, dass du die Welt Alle, war siehst. aber schön. Ja, also ich finde Questen eigentlich auch nicht so schlecht, aber ich mache halt immer das, was am effizientesten ist, ne? Und es Und war nun ja. mal effizient. Das war am effizientesten, richtig. Dann hast du dann eine halbwegs vernünftige Gruppe gehabt, dann bist du halt einfach durchgelaufen, so, ne? Auf jeden Fall, ja. Du brauchst halt Mein. eine halbwegs Du vernünftige Gruppe. mit dem Guardian, dann kriegst du noch einen Heiler oder sowas. So. Hauen, 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 hauen. Bisschen Und mehr ist Healing. schon. Ab und an musst du einen Prankenhieb zwischen reinhauen. Ja, gut, aber. Ne. Hauen hat 6 Sekunden Cooldown, ne? Also, ja. Ja, gut, aber. Ist halt jetzt nicht so, ne? Sind halt 6 Sekunden. Kannst du nicht 6 Sekunden Nase bohren hier? Ja gut, nur eine Hand hast du frei, muss ja eh nur noch laufen, ne? Die andere Hand ist woanders. Ach ja, die Bärchis. Ja, ich weiß, ich habe heute auch ein Video dazu gemacht, Space, das kommt morgen übrigens raus. Ich habe mal alle EP-Sachen analysiert, ich habe meine alten Sachen mal ausgepackt, meine alten Aufnahmen und mal komplett verglichen. Ich weiß, die wurden heute gepatcht, du kriegst jetzt nicht mehr 60.000, sondern 120.000, das haben die erhöht, aber im selben Level Bracket hast du davor 200.000 gekriegt. Es ist zwar, also 60, 70.000 im Gegensatz gesehen zu den 120 sind die 120 natürlich viel besser, aber zu den 200.000 ist es natürlich kein Vergleich, ne? Und zusätzlich sind die Instanzen schwerer. Ich habe heute Nachmittag, habe ich mit dem Druid, mit dem hier, deswegen ist der heute auch schon so hoch, habe ich 6, 7 Instanzen gemacht und habe mal ein bisschen was durchgetestet, wie das ganze neue System funktioniert. Dann habe ich ein Video zusammengepackt. Sogar diesmal eins mit mehreren Schnitten und Dingsprogrammen. Da habe ich ein bisschen Aufwand gemacht hier. Mache ich ja relativ selten. Was soll diese Tanzparty denn? Was für eine Tanzparty? Leute, ich will was verkaufen. Kannst du jetzt nichts verticken, weil du in der Ey, ihr seid Tanzparty so. hängen Weißt du, bleibst, diese oder was? ganzen Gammler, die da drin stehen, ne? Und da abdancen, ne? Ey. Tja, das ist natürlich Einfach nur bitter. Kopfschütteln. Das sind die Leute. Nee, komm, lassen wir. Was möchtest du sagen? Nee, ist egal, ne? Alles gut. Okay. Ich lieber alleine. Was ist denn hier mit dem einen Dude, mit dem letztens immer rumgehangen bist? Doktor? Ja. Der ist im Urlaub. Das ist ein Urlaub, okay. Der ist, oh Gott, wo war er nochmal? Irgendwo Spanien auf jeden Fall, das weiß ich noch. Den hast du ja ganz schön auf deine Seite gezogen, habe ich gesehen. Meine Seite? Ja, letztens, wo du gegen mich gehatet hast im Stream und er dich immer so hier, immer so, weißt du, so ein bisschen. Ich musste reden. Würde? Was musst du? Ich musste ihn überreden, er wollte erst nicht. Das hat mir überhaupt nicht gemerkt, dass das so ein bisschen, dass du ihn so weit manipuliert hast, dass er quasi immer so ein bisschen mitstänkt. Ich glaube, der ist ein cooler Typ, der ist halt auch so locker drauf, weißt du, mit dem kannst du halt auch alles so machen. Mit dem würde ich gerne mal einen trinken gehen. Von Und welchem? er ist so ein Spieler. Er hat viel mehr drauf. Also als er eigentlich so denkt, so, das ist halt wirklich so. Das merkt man halt immer wieder. Der traut sich überhaupt nicht zu, auch so PvP-mäßig. Hast du ihm das aber einmal erklärt, rasiert er komplett. Wir haben ja Indies mit ihm gespielt, das war ja der Worry, ne? Der war relativ gut. Sag ich ja, ne? Wir haben halt immer Rogue Feral gespielt, so, ne? Das hat halt echt gut geklappt. Kannst nichts Also, sagen. Gut, natürlich, du das ist musst die Season im. vorbei. Ich meine, 1600 war halt Stopp. Also ich sag mal so, ich will es jetzt mal relativ wenig im Low Level, du musst halt nicht sonderlich viel können eigentlich, aber er hat halt Ja. hingekriegt, seine Schockwelle zu drücken und wenn ich da mit manch anderen gespielt habe, die halt nicht mal Ne? das hinkriegen, dann ist das halt im Vergleich schon mal gut, ja? Um das jetzt mal so zu sagen, der Nee, aber Rix es hat es ist. nicht Also, geschafft, es sein ist wirklich gut. Totem zu Also, drücken, weißt du, man aber. lernt halt auch nicht schnell so. Er gibt halt nicht immer gleich so schnell auf. Und das ist halt das, was. Das ist Wer viel sagen, was wert, ich gut auf finde. jeden Fall, auf jeden Fall. Ne, aber das ist halt.
Ich Ist halt besser, mag wenn du jemanden halt. hast, der halt so. Mag halt so Mimosen nicht, weißt du? Die sofort immer, Richtig, das genau. geht Das nicht, Wort das, habe ich gesucht. das regt mich halt auf, weißt Ich hasse du? sowas. Wenn jemand Bock hat, hier quasi sich zu verbessern oder sich da ein bisschen reinkniet Ja. und das nicht weiß, dann ist das alles kein Problem. Aber Leute, die sofort immer aufstecken, die nur am Richtig. Rumheulen sind, es ist halt einfach anstrengend, mit so jemandem zu spielen. Es ist leider so. Vielleicht fühlt sich jetzt der ein oder andere angesprochen, aber da tut man sich halt immer schwer, wenn nur immer dieses geht eh nicht, hab ich keine Lust drauf. Diese Ja, Stimme. es gibt halt so Leute, die genauso dieses Monotone und dann, oh, da kriege ich halt so die Krise. Am Hey, das liebsten kann doch bleibe gar in der nicht Tür. sein. Und warum Ja. ist der so stark und der Hector? Ja, ich habe keinen Bock mehr. Meine Klasse ist scheiße. Und Genau dann sowas. fünf verschiedene Furchtbar. Klassen spielen und dann wieder bei der ersten anfangen und Richtig, dann bist du halt genau. kein Stück weiter, weißt du? Das. Genau. Ja, die Klasse klappt einfach nicht. Dann spielst du mal die 2 Tage. Ja, da kriegst du dann auch nichts gerissen und bleibst beim Tausender-Rating stehen. Nee. Deswegen sage ich, es gibt ja immer auch vor allem im PvE-Bereich die Leute, die immer die Klasse hoppen, weil immer das zum Besten. Ich denke mal, mittlerweile müsste man doch langsam checken, dass Blizzard alle Hui wieder Patche draufhaut und dass dann andauernd eine andere Klasse, halt jetzt einfach nur von den Statik-DPS Single-Target, ist immer eine andere besser, ja. Das ist so Und richtig so. bringt halt nichts dann jedes Mal zu switchen, weil also die beste Klasse mittelmäßig zu spielen, bringt dir halt nichts, als wenn du vielleicht eine andere Klasse, die jetzt eine mittelmäßige ist, aber wenn du die gut spielst, ne? Ja, klar. Also, naja. Aber das sehen halt manche Leute nicht. Das sehen halt manche Leute nicht. Ist ein bisschen schade teilweise. Ja, wir wollen ja keine Namen nennen, Space. Space würde ich jetzt da nicht dazu zählen. Nein, ich meine ja auch nicht Space, aber ich glaube, Space weiß schon, wen ich meine. Achso. Space hat ja seine ganzen Challenges jetzt mittlerweile durchgeballert und Ja, habe das ich auch ist auch schon, mitbekommen. also klar, es ist natürlich schon einfacher, ne, mit gewissem Gear, aber trotzdem sind die halt noch, hast du halt oft noch Mechaniken, wo du es halt einfach movement-technisch sauber spielen musst, dann bringt dir halt auch der Damage nichts, ne? Wenn du von der Plattform gekickt wirst, wirst du von der Plattform gekickt, auch wenn du 10 Millionen Damage machst, ne? Außer du one-shottest den Boss, dann ist halt, ja. Dann hilft dir dein Damage was. Was neu? Space ist Nein, ein ich habe bisschen keine so. neue Frisur, das ist hier. Die sind durchsichtig durch den Greenscreen, weil ich jetzt so viel. Warte mal, ich muss das TS mal klein machen. Seht ihr schon, werden sie weniger hell. Wenn ich jetzt das auch noch zumache, schon werden sie noch weniger hell. Das ist halt einfach, weil ich jetzt hier so viele Lichteffekte habe durch die ganzen weißen Dinger. So, jetzt haben wir Viertel nach. Jetzt denke ich mal, die Stunde ist auf jeden Fall rum. Dann machen wir hier wieder einen Cut an der Stelle. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen uns gerne beim nächsten Video. Euer Tela. Bis dann. Ciao.